alles, was passieren kann, ja, sei die Geruchsbelästigung, sei es das Zeug, was nicht auf dem Äckern abläuft, wo unsere Gärten sind, unsere Grundstücke, diese vielen LKWs, die durch die Straßen fahren, verstehe ich das richtig, damit haben Sie dann, wenn was passiert, nichts zu tun. Ihre Anlage läuft, wir hoffen, es kommt kein Störfall, denn das wäre dann in Ihrem Bereich, aber alles das, wo alle Leute deswegen hier sind, weisen Sie von sich. Und ich frage Sie jetzt, als Mensch, wie Sie dort sitzen, Sie können mich angucken und mir wirklich sagen, wir werden verarscht. Jeder, der hier sitzt, fühlt sich von diesem Abend verarscht. Ich sage es oben. Die Stimmung in der Wehlitzer Erlebniskirche schlug am letzten Donnerstag hohe Wellen. Und dabei hatten sich die Initiatoren der Gesprächsrunde zur geplanten Vergärungsanlage für organische Abfälle am Industriestandort Webau doch vorgenommen, einen sachlichen Dialog zu führen. Jeder in dem Verfahren muss eine faire Chance haben. Ich selber stehe natürlich für die Rechte und den Schutz unserer Bürger, aber auch ein Investor muss ein faires Verfahren bekommen. Die Entscheidung trifft das Landesverwaltungsamt, aber alle müssen vorher gehört werden. Und jedes Bedenken, ist noch so groß oder noch so klein, muss auf den Tisch und muss behandelt werden. Und dafür will ich sorgen. Und dafür ist auch dieser Dialogtermin, den ich schon sehr lange angeboten habe, wo ich sage, lasst uns die Emotionen aus dem Verfahren herausnehmen und lasst uns auf sachlicher Ebene die Dinge austauschen und verstehen lernen. Das fiel aber an diesem Abend nicht leicht, denn eines wurde allen Anwesenden schnell klar. Die ausgelegten Unterlagen, die eigentlich Grundlage für Stellungnahmen und Einsprüche der Betroffenen sein sollten, waren schlichtweg unvollständig oder teilweise überholt. Investor Henna Paskapis begründete dies mit einem dynamischen Antragsverfahren, bei dem Unterlagen auf Anforderungen des zuständigen Landesverwaltungsamtes nachgereicht worden seien. Auch Bürgermeister Andy Haug wurde somit von einigen Äußerungen an diesem Abend überrascht. Die Stadt Hohenmölzen hatte auf Grundlage dieser Unterlagen ebenfalls eine Stellungnahme abgegeben. Und wir haben bereits im Mai dazu eine Stellungnahme verfasst, wo wir 5, 6 Punkte aufgelistet haben, die wir nicht ausreichend in den Antragsunterlagen gewürdigt vorgefunden haben und wo es darum geht, Brandschutz, Löschteichaktionen, Logistik, also wie kommen die Gärreste zur Anlage, wie kommen sie wieder weg, also all das, wo Bevölkerung betroffen ist, wo der Schutz der Bevölkerung betroffen ist, das haben wir also aufgelistet und diese Unterlagen haben wir genauso wie alle anderen in das Verfahren eingereicht. Zur Unterstützung der betroffenen Bevölkerung war an diesem Abend der Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen-Anhalt angereist. Auch er bemängelte vor unserer Kamera den Zustand der Antragsunterlagen. Naja, erstmal sind die Unterlagen so schlecht, dass man gar nicht richtig dezidiert alle Bedenken, die man theoretisch haben könnte, äußern kann, weil in den Unterlagen viele Dinge, also zum Beispiel wie denn der Brandschutz bzw. das Havariekonzept aussehen soll, das steht da nur mal ganz kurz erwähnt, dass es eins geben wird, aber es lag nicht bei. Theoretisch könnte man gut finden oder bemängeln das Havariekonzept. Wenn es nicht dabei liegt, obwohl es Genehmigungsgrundlage sein müsste, ist es halt schlecht. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Unterlagen auch. Dann ist die Frage, die fehlen. Dann ist die Frage, wie das denn emissionsschutzrechtlich gemanagt wird, dass nicht nur die reine Vergärung der, ich nenne das jetzt mal Rohstoffe, Abfallstoffe, keine Luftschadstoffe ausstößt, sondern auch das Warten auf das Einbringen in die Vergärungsanlage. Wenn die LKWs da stehen, stehen sie denn überhaupt da? Wo sollen sie abgestellt werden? Was passiert mit den Fleischabfällen in den LKWs? Sind die luftdicht verschlossen? Was passiert mit dem, was aus der Vergärungsanlage dann nicht an Gas genutzt werden kann? Da gibt es auch Abfallstoffe. Wie und wo sollen die gelagert werden und welche Kapazitäten? Also das sind so eine Fragen, die beantwortet werden müssten. Investor Henna Paskapis versuchte, die vom BUND, der Bürgerinitiative und den Anwesenden vorgebrachten Bedenken zu zerstreuen und Fragen zu beantworten. So sollen die Annahmehalle und die Produktionsräume mit einem ständigen Unterdruck gefahren werden, um den Austritt verunreinigter Luft zu vermindern. Um die Behälter soll ein Schutzwall die Ausbreitung der Stoffe im Havariefall verhindern. Auch erklärte er noch einmal, welche Stoffe überhaupt verarbeitet werden sollen. Es sind 4 Stoffklassen. Es ist Magen-Darm-Inhalt vom Schwein. Es ist Fette in jedweder Art. Fettabscheide, also Fettabscheide aus der Lebensmittelproduktion und Altbrot.
Das war's. Darauf möchte ich auch nochmal, das möchte ich nochmal betonen, weil hier immer von Tierkadavern und Tierresteanlage und Fleischresteanlage gesprochen wird. Dies ist nicht der Fall. Einen breiten Raum nahmen die Lkw-Transporte und die anschließende Verwertung der Abfallprodukte ein. Hier gehen die Unterlagen von neuen Transporten zur Anlage aus. Die Abfuhr der Produkte durch die Landwirtschaftsbetriebe dagegen wurde wohl nur unzureichend beachtet. Die errechneten 56 Fahrten durch die benachbarten Orte sind in den Augen der Betroffenen eine unzumutbare Belastung für die Umwelt und ihre Sicherheit. Die Stimmung in der Kirche sank auf den Nullpunkt, als den Anwesenden klar wurde, dass die Anlieferung und Abholung sowie die Ausbringung auf die Felder nicht im Verantwortungsbereich des Investors liege. Doch weder Speditionen, beteiligte Bauern oder Vertreter des Weißenfelser Fleischwerkes waren anwesend. Und so entlud sich der Volkszorn am anwesenden Investor. Dieser steigerte sich noch, als Pascapes jegliche Verantwortung für einen Wertverfall der umliegenden Wohnhäuser ablehnte. Für ihn steht das Fazit des Abends fest. Ich glaube, der Dialog hat stattgefunden. Ich kann mitnehmen, dass gewisse Teile der Bevölkerung sie nicht möchten. Jedes Industrievorhaben stößt auf Widerstand. Davon ist man nicht gefeit. Das bin ich auch gewohnt. Egal, ob man Stallanlagen baut, ob man Biogasanlagen baut oder... Wir sind weiterhin entschlossen, dieses Vorhaben umzusetzen. Wir sind jedoch auch bereit, die Auflagen, die uns gestellt werden, falls wir dort Fehler gemacht haben sollten, was ich nicht glaube, dort entsprechende technische Anpassungen vorzunehmen, um die Belastung der Bürger halt so gering wie möglich zu halten. Unverständlich ist, warum diese Gesprächsrunde erst jetzt angesetzt wurde. Zur Informationspolitik. Letztendlich haben wir im November letzten Jahres angefangen, die Öffentlichkeit zu informieren. Ich habe das Projekt zweimal im Stadtrat vorgestellt. Dann haben wir eine Informationsveranstaltung angeboten auf einer entsprechenden, vergleichbaren Anlage. Die Resonanz darauf war sehr gering. Leider waren nur 5 Leute mit, was mich sehr enttäuscht hat, weil die erste Anfrageresonanz relativ hoch war. Ich muss gestehen, da war ich etwas enttäuscht, einfach weil ich auch belegen wollte, dass diese Anlage auch in direktem Umfeld zu keinen Belastungen führt oder zumindest so geringen Belastungen, dass man in 200 Meter Entfernung nichts mehr davon mitkriegt. Ich hatte immer wieder angeboten, auch der Bürgerinitiative hatte ich Gesprächsbedarf oder Gesprächsbereitschaft signalisiert. Dieses Angebot ist erst jetzt angenommen worden. Dieses bestand seit Januar. Enttäuscht und wütend verließen die Anwesenden nach fast 3 Stunden die Erlebniskirche in Welitz. Ihre Bedenken konnten nicht zerstreut werden und für sie steht fest, wir wollen die Anlage nicht. Bleiben viele Fragen offen zu Gefahren, Belastungen, Transport, dem Betrieb und der Sicherheit der Anlage. Und zu guter Letzt, wo waren an diesem Abend die 5 Personen, die sich die bestehende Anlage angeschaut haben? Warum haben Sie Ihre Erfahrungen an diesem Abend nicht allen mitgeteilt, um vielleicht etwas Licht ins Dunkel zu bringen?